Guten Morgen und herzlich willkommen zum Wetter-Update. Heute ist Dienstag, der 14. Februar, Valentinstag für diejenigen von euch, die das betrifft. Und dieser Tag startet heute sehr unterschiedlich, teilweise mit strahlend blauem Himmel und Sonnenschein wie im Westen, teilweise unter dichten Hochnebelfeldern wie im Nordosten. Aber auch im Donautal gibt es teilweise recht dichten Nebel und da wird sich im Laufe des Tages nicht so viel dran ändern. Unterm Nebel teilweise nur 2, 3, 4, 5 Grad, aber mit Hilfe der Sonne sind im Westen heute bis zu 14 Grad möglich. Also am Rhein die höchsten Temperaturen. Morgen ändert sich daran relativ wenig, außer dass sich das Hoch ein bisschen Richtung Osten verlagert. Da gibt es also etwas mehr Chancen auf Sonnenschein dort, wo es heute noch grau bleibt. Aber östlich der Elbe wird es wohl auch morgen nichts. Am Donnerstag ziehen dann in den Nordwesten mal erste Tiefausläufer mit ein bisschen Regen, pünktlich zu Weiberfastnacht. Das passt natürlich in den Karnevalshochburgen nicht so wirklich, aber kritisch wird es dann erst am Freitag. Da zieht nämlich ein Sturmtief in den Norden und da gibt es nicht nur verbreitet Sturmböen, nicht nur im Norden, auch auf den Bergen im Süden, sondern teilweise auch orkanartige Böen, möglicherweise sogar Orkanböen an der Küste. Viel Regen ist natürlich auch mit dabei und am Wochenende bildet sich eine Luftmassengrenze quer über Deutschland. Die trennt dann die kalte Luft im Nordosten bei Rügen von der warmen Luft im Südwesten am Oberrhein. Die Unterschiede liegen dann so zwischen 4 Grad im Nordosten, 16 Grad im Südwesten. Dazwischen viel Regen und danach ist die große Frage, welche Luft setzt sich durch? Nochmal die kältere oder die wärmere von Südwesten? Die Frage werden wir heute nicht mehr klären können.